Die Marschroniken von Ray Bradbury. Ein Roman in Erzählungen. Januar 2030. Raketensommer. Eben noch war es ein richtiger Ohio-Winter. Die Türen waren geschlossen, die Fenster verriegelt, die Scheiben blind vom Frost. Eiszapfen rahmten jedes Dach. Kinder rutschten auf Skiern die Hänge hinab. Hausfrauen bewegten sich schwerfällig wie große schwarze Bären durch die vereisten Straßen. Doch dann strich eine gewaltige Hitzewelle über die kleine Stadt dahin. Eine Sturzflut heißer Luft. Es war, als habe jemand die Tür zu einem Backofen aufgestoßen. Die Hitze wogte zwischen den Häusern und Büschen und Kindern. Die Eiszapfen fielen herab, zerbrachen und begannen zu schmelzen. Die Türen flogen auf. Die Fenster wurden hochgeschoben. Die Kinder schälten sich aus ihren Wollsachen. Die Hausfrauen warfen ihre Bärenhaut ab. Der Schnee schmolz und legte die grünen Rasenflächen vom letzten Sommer frei. Raketensommer. In den offenen, lüftenden Häusern riefen es sich die Leute zu. Raketensommer. Die warme Wüstenluft wischte den Frosthauch an den Fenstern, radierte die kunstvollen Muster weg. Skier und Schlitten waren plötzlich nutzlos. Der Schnee, der aus dem kalten Himmel auf die Stadt herabfiel, wurde zu warmen Regen, ehe er den Boden berührte. Raketensommer. Die Leute lehnten sich aus ihren tropfenden Veranden und beobachteten den sich rötenden Himmel. Die Rakete lag auf dem Startfeld und stieß rosa Wolken aus. Wolken von Feuer und Hitze. Die Rakete stand dort im kalten Wintermorgen und ließ es Sommer werden, mit jedem Ausatmen ihrer mächtigen Auspuffrohre. Die Rakete machte das Wetter, und für einen kurzen Augenblick lag der Sommer über dem Land. Februar 2030. Illa. Sie wohnten in einem Haus aus Kristallsäulen, auf dem Planeten Mars, am Rande eines leeren Meeres. Und jeden Morgen konnte man Frau K. sehen, wie sie die goldenen Früchte aß, die an den kristallenen Wänden wuchsen. Oder das Haus putzte mit magnetischem Staub, den sie händeweise ausstreute und der dann vom heißen Wind davongetragen wurde und den ganzen Schmutz mitnahm. Des Nachmittags, wenn das versteinerte Meer warm und reglos lag und die Weinbäume starr im Hof standen und die ferne kleine marsianische Knochenstadt sich eingekapselt hatte und niemand mehr vor die Tür trat, dann konnte man Herrn K. in seinem Zimmer sehen. Wer in einem metallenen Buch mit ausgestanzten Hieroglyphen las, über die er wie ein Harfenspieler mit der Hand hinwegstrich. Die Berührung seiner Finger ließ eine sanfte alte Stimme aus dem Buch erklingen, die von Zeiten erzählte, als das Meer noch rote Dämpfe an seine Ufer warf und längst vergessene Helden mit Metallinsekten und elektrischen Spinnen in die Schlacht gezogen waren. Herr und Frau K. lebten seit 20 Jahren am Rande des Toten Meeres. Und ihre Vorfahren hatten in demselben Haus gewohnt, das sich seit 10 Jahrhunderten drehte und sich wie eine Blume stets der Sonne zuwandte. Herr und Frau K. waren nicht alt. Sie hatten die hellbraune Haut à la Marsianer, die gelben Münzaugen und die sanften, melodischen Stimmen. Früher hatte es ihnen Spaß gemacht, Feuerbilder zu malen oder in den Kanälen zu schwimmen, wenn die Weinbäume sie mit grüner Flüssigkeit füllten. Oder im Sprechzimmer vor den blauen Phosphorporträts zu sitzen und sich bis zum Morgengrauen zu unterhalten. Jetzt waren sie nicht glücklich. An diesem Morgen stand Frau K. zwischen den Säulen und verfolgte, wie sich der Wüstensand erhitzte, zu gelbem Wachs verschmolz und den Horizont auszulöschen schien. Etwas würde geschehen. Sie wartete. Sie beobachtete den blauen Marshimmel, als rechnete sie jeden Augenblick damit, dass er sich zusammenziehen und ein schimmerndes Wunder auf dem Sand absetzen könnte. Nichts geschah. Des Wartens müde ging sie zwischen den beschlagenen Säulen spazieren. Ein feiner Regen strömte von den ausschwingenden Enden der Säulen herab, kühlte die ausgedörrte Luft und fiel sanft auf Frau K. An solchen heißen Tagen schien man in einem Bach zu warten. Auf den Fußböden im Haus zogen sich überall schimmernde, kühle Ströme dahin. Leise war zu hören, wie ihr Mann in seinem Zimmer geduldig das Buch spielte. Seine Finger wurden der alten Gesänge niemals müde.
Insgeheim wünschte sie sich, dass er eines Tages wieder einmal so viel Zeit mit ihr verbringen und sie wie eine kleine Harfe halten und berühren würde. So viel Zeit, wie er seinen unglaublichen Büchern widmete. Aber nein. Sie schüttelte den Kopf. Eine unmerkliche, verzeihende Bewegung. Die Lider senkten sich sanft über ihre goldenen Augen. Die Ehe machte die Leute alt und einander zur Gewohnheit, auch wenn man noch jung war. Sie legte sich in einen Stuhl, der sich ihrer Form anpasste, während sie sich zurechtlegte. Nervös kniff sie die Augen zusammen. Da ereignete sich der Traum. Ihre braunen Finger zitterten, hoben sich, griffen in die Luft. Einen Augenblick später fuhr sie erschreckt und schwer atmend hoch. Hastig blickte sie sich um, als erwarte sie jemanden zu sehen. Sie schien enttäuscht, als der Raum zwischen den Säulen leer war. Ihr Mann erschien in der dreieckigen Tür. »Hast du gerufen?« fragte er gereizt. »Nein«, rief sie. »Ich dachte, ich hätte dich aufschreien hören.« »Ach wirklich? Ich bin fast eingeschlafen und habe geträumt.« »Am helllichten Tage? Das passiert dir aber nicht oft.« Sie saß da, als habe ihr der Traum einen Schlag ins Gesicht versetzt. »Seltsam. Wie seltsam«, murmelte sie. »Der Traum.« »So?« Es zog ihn offensichtlich zu seinen Büchern zurück. »Ich habe von einem Mann geträumt.« »Einem Mann?« »Einem großen Mann. 1,83 Meter groß.« »Wie absurd. Ein Riese. Ein missgebildeter Riese.« »Irgendwie...« Sie wählte ihre Worte vorsichtig. »Sah er recht normal aus, obwohl er so groß war. Und er hatte... Oh, ich weiß, du wirst das für albern halten. Er hatte blaue Augen.« »Blaue Augen, du lieber Himmel«, rief Herr K. »Was du dir alles zusammenträumst. Vielleicht hatte er auch noch schwarzes Haar, wie?« »Woher weißt du das?« Sie war aufgeregt. »Ich habe nur die unwahrscheinlichste Farbe genommen«, erwiderte er ungerührt. »Na, jedenfalls war es tatsächlich schwarz«, rief sie. »Und er hatte eine sehr weiße Haut. Oh, er war wirklich ganz außergewöhnlich. Er trug eine seltsame Uniform und er kam vom Himmel herab und hat sich freundlich mit mir unterhalten.« Sie lächelte. »Vom Himmel? Was für ein Unsinn!« »Er kam in einem Metallding, das in der Sonne glitzerte«, erinnerte sie sich. Sie schloss die Augen, um das Bild wieder heraufzubeschwören. »Im Traum sah ich den Himmel und da blitzte etwas wie eine Münze, die man in die Luft geworfen hat. Und plötzlich wurde es größer und kam sanft herab und landete. Ein langes silbernes Ding, rund und fremd. Und an der Seite des Silberdings öffnete sich eine Tür und der große Mann kam heraus.« »Wenn du mehr arbeiten würdest, hättest du keine so albernen Träume.« »Es war aber ein ganz angenehmer Traum«, erwiderte sie und lehnte sich zurück. »Ich wusste ja überhaupt nicht, dass ich so viel Fantasie habe. Schwarzes Haar, blaue Augen und weiße Haut. Was für ein seltsamer Mann. Und doch ganz gut aussehend.« »Wunschdenken.« »Du bist gemein. Ich habe ihn mir nicht absichtlich ausgedacht. Er ist mir nur so in den Sinn gekommen, beim Schlummern. Es war nicht wie ein Traum, ganz unerwartet und irgendwie anders. Er schaute mich an und sagte, ich bin mit meinem Schiff vom dritten Planeten gekommen. Ich heiße Nathaniel York.« »Ein blöder Name. Das ist doch überhaupt kein Name«, wandte ihr Mann ein. »Natürlich ist es ein blöder Name. Es ist doch auch nur ein Traum«, erklärte sie leise. »Und er sagte, wir haben die erste Reise durch das All gemacht. Wir sind nur zu zweit, mein Freund Bird und ich.« »Noch so ein blöder Name.« »Und er sagte, wir kommen aus einer Stadt auf der Erde. Das ist der Name unseres Planeten«, fuhr Frau K. fort. »Ja, das hat er gesagt. Erde. Das war der Name. Und er sprach eine fremde Sprache. Irgendwie verstand ich ihn aber. Telepathie vielleicht.« Herr K. wandte sich ab, doch sie hielt ihn zurück. »Ill?« rief sie leise. »Fragst du dich manchmal, nun, ob es auf dem dritten Planeten Menschen gibt?« »Auf dem dritten Planeten kann es kein Leben geben«, erwiderte der Mann geduldig.
Unsere Wissenschaftler sagen, dass es dort in der Atmosphäre viel zu viel Sauerstoff gibt. Aber wäre es nicht faszinierend, wenn es wirklich Lebewesen gäbe? Und wenn sie in einer Art Schiff durch das All reisten? Wirklich, Illa. Du weißt, wie sehr ich diese Gefühlsduseleien hasse. Gehen wir lieber wieder an die Arbeit. Es war schon spät am Tag, als sie auf ihren Wanderungen durch die flüsternden Regensäulen das Lied zu singen begann. Immer wieder begann sie die Melodie. »Was ist das für ein Lied?« fragte ihr Mann gereizt, als er sich zu ihr an den Feuertisch setzte. »Ich weiß es nicht.« Sie blickte auf, erstaunt über sich selbst. Ungläubig hob sie die Hand an den Mund. Die Sonne ging unter. Mit dem nachlassenden Licht begann sich das Haus wie eine riesige Blume zu schließen. Ein Windhauch wehte zwischen den Pfeilern. Der Feuertisch ließ seine silbrige Lava wild aufsprudeln. Der Wind spielte in ihrem rotbraunen Haar und summte ihr leise zu. Schweigend blickte sie über die blassen Weiten des Meeresgrunds, als ob sie sich an etwas erinnern wollte. Ihre gelben Augen sanft und feucht. »Trink mir nur mit den Augen zu, kein Wort brauchst du zu sagen«, sang sie sanft und langsam. »Lass mir einen Kuss im Glas, nach Wein werd ich nicht fragen.« Dann summte sie und bewegte mit geschlossenen Augen die Hände kaum merklich im Wind. Schließlich war das Lied zu Ende. Es war schön. »Noch nie gehört, das Lied. Hast du es dir selbst ausgedacht?« fragte er mit scharfem Blick. »Nein, ja, nein, ich weiß es nicht, wirklich.« Sie stockte verwirrt. »Ich kenne nicht mal die Worte. Sie kommen aus einer anderen Sprache.« »Was für eine Sprache!« Benommen ließ sie die Fleischstücke in die simmernde Lava fallen. »Ich weiß es nicht.« Nach kurzer Zeit zog sie das Fleisch gar wieder heraus und stellte es auf einem Teller vor ihn hin. »Ist wohl nur etwas Verrücktes, das ich mir ausgedacht habe. Weiß auch nicht, warum.« Er schwieg. Er beobachtete, wie sie die Fleischstücke in die zischenden Feuerbecken tauchte. Die Sonne war untergegangen. Langsam, ganz langsam kam die Nacht herein und erfüllte den Raum, verschluckte die Pfeile und die beiden Gestalten, wie ein dunkler Wein, der bis zur Decke steigt. Nur der Schimmer der Silberlava erhellte schließlich noch ihre Gesichter. Wieder begann sie das seltsame Lied zu summen. Sofort sprang er von seinem Stuhl auf und verließ ärgerlich den Raum. Später beendete er allein sein Abendessen. Als er dann aufstand, reckte er sich, sah sie an und schlug gähnend vor, »Fliegen wir doch mit den Flammenvögeln in die Stadt heute Abend und sehen uns ein Stück an.« »Das meinst du doch nicht ernst«, sagte sie. »Geht es dir gut?« »Was ist denn so seltsam daran?« »Wir sind seit 6 Monaten nicht mehr ausgegangen.« »Ich halte es für eine gute Idee.« »Auf einmal bist du so beflissen«, sagte sie. »Sprich nicht so mit mir«, erwiderte er mürrisch. »Willst du oder willst du nicht?« Sie schaute über die bleiche Wüste. Die weißen Zwillingsmonde gingen gerade auf. Kaltes Wasser umspielte ihre Zehen. Sie verspürte den ersten Anflug eines Zitterns. Am liebsten wollte sie nur dasitzen, schweigend, reglos, bis das Ereignis eintrat. Das Ereignis, auf das sie den ganzen Tag gewartet hatte. Das Ereignis, das nicht eintreten konnte, vielleicht aber würde. Ein Fetzen des Liedes ging ihr durch den Sinn. »Ich...« »Wird dir gut tun«, drängte er. »Komm schon.« »Ich bin müde«, sagte sie. »Ein andermal.« »Hier ist dein Schal.« Er reichte ihr eine Fiole. »Wir sind seit Wochen nicht mehr aus dem Haus gewesen.« »Nur du, 2-mal die Woche nach Xi City.« Sie sah ihn nicht an. »Geschäfte«, sagte er. »So?« flüsterte sie vor sich hin. Aus der Fiole strömte eine Flüssigkeit, verwandelte sich in einen blauen Nebel und legte sich um ihren Hals. Die Flammenvögel warteten wie ein Häufchen glühender Kohlen auf dem kühlen, glatten Sand. Die weiße Plane, die durch 1000 grüne Bänder mit den Vögeln verbunden war, blähte sich im Nachtwind und flappte leise. Illa lehnte sich auf der Plane zurück und auf ein Kommando ihres Mannes sprangen die Vögel brennend in den dunklen Himmel. Die Bänder strafften sich, die Plane wurde angehoben. Pfeifend glitt der Sand unter ihnen dahin. Die blauen Hügel trieben vorüber und ihr Haus blieb zurück. Die regnenden Säulen, die Blumen in ihren Käfigen, die singenden Bücher, die flüsternden Bäche am Boden.
Sie sah ihren Mann nicht an. Sie hörte seine Kommandos an die Vögel, die wie 10.000 glühende Funken höher stiegen. Rot-gelbe Feuerwerkskörper am Himmel, die brennend durch den Wind fegten und die Plane wie ein Blütenblatt hinter sich herzogen. Sie schaute nicht zu den toten alten Schachbrettstätten hinab, die unter ihnen vorüberglitten, und auch nicht zu den alten Kanälen, die voller Leere und Träume waren. Über ausgetrocknete Flüsse und ausgetrocknete Seen flogen sie dahin wie ein Schatten des Mondes, wie eine brennende Fackel. Sie blickte die ganze Zeit in den Himmel. Ihr Mann sagte etwas. Sie betrachtete den Himmel. »Hast du gehört, was ich gesagt habe?« »Was?« Er atmete langsam aus. »Du könntest mir ruhig zuhören.« »Ich habe nachgedacht.« »Ich habe dich eigentlich nicht für eine Naturfreundin gehalten,« sagte er. »Aber heute scheint dich der Himmel sehr zu interessieren.« »Er ist sehr schön.« »Ich überlege gerade,« sagte der Mann langsam, »dass ich heute Abend vielleicht Hulle anrufen sollte. Ich möchte mit ihm arrangieren, dass wir in die blauen Berge fahren. Nur etwa eine Woche. Ist bloß so ein Gedanke.« »Die blauen Berge?« Sie hielt sich mit einer Hand am Rand der Plane fest und wandte sich hastig zu ihm um. »Ist ja bloß ein Vorschlag.« »Wann willst du losfahren?« fragte sie zitternd. »Ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht morgen früh gleich...« »Du weißt, man soll den Tag früh beginnen,« sagte er so beiläufig wie möglich. »Aber wir fahren doch sonst nie so früh im Jahr.« »Na ja, dieses eine Mal, ich dachte mir eben...« Er lächelte. »Es wird uns sicher gut tun, mal von allem wegzukommen. Frieden und Stille, du weißt schon. Du hast doch nicht etwa andere Pläne? Wir fahren doch, ja?« Sie atmete tief ein, zögerte einen Augenblick und erwiderte dann: »Nein.« »Was?« Sein Aufschrei erschreckte die Vögel, die Plane ruckte. »Nein«, sagte sie entschlossen. »Ein für allemal. Ich komme nicht mit.« Er betrachtete sie und beide schwiegen. Sie wandte sich ab. Die Vögel flogen weiter, 10.000 Feuerbrände im Wind. In der Morgensonne, die durch die Kristallsäulen schimmerte, begann sich der Nebel aufzulösen, auf dem Illa schlief. Die ganze Nacht hatte sie so über dem Boden geschwebt, gestützt von dem weichen Nebel, der beim Schlafengehen aus den Wänden zu strömen begann. Die ganze Nacht hatte sie auf diesem stillen Fluss geschlafen, wie ein Boot in einer lautlosen Flut. Jetzt wurde der Nebel aufgezerrt, er sank herab und setzte sie schließlich am Ufer des Erwachens ab. Sie öffnete die Augen. Ihr Mann stand über sie gebeugt. Er schien schon Stunden dort gestanden und sie beobachtet zu haben. Sie wusste nicht, warum, aber sie konnte ihm nicht ins Gesicht sehen. »Du hast schon wieder geträumt«, sagte er. »Du hast im Schlaf gesprochen, so dass ich nicht schlafen konnte. Du solltest wirklich mal zum Arzt gehen.« »Mir fehlt nichts.« »Du hast aber im Schlaf eine ganze Menge geredet.« »Wirklich?« Sie setzte sich auf. Die Morgendämmerung lag kalt im Zimmer. Illa lag da, ein graues Licht umgab sie. »Was hast du denn geträumt?« Sie musste einen Augenblick überlegen. »Das Schiff, es ist wieder vom Himmel herabgekommen und gelandet. Und der große Mann kam heraus und unterhielt sich mit mir, erzählte mir lustige Sachen und lachte. Es war sehr nett.« Herr K. berührte eine Säule. Warmes Wasser sprang dampfend hervor und verdrängte die Kühle. Sein Gesicht verriet keine Regung. »Und dann«, fuhr sie fort, »hat mir der Mann mit dem seltsamen Namen Nathaniel York gesagt, dass ich schön wäre. Und hat mich geküsst.« »Ha!« rief der Mann und wandte sich ruckartig ab. Seine Kiefer malten. »Es ist doch nur ein Traum«, sagte sie schmunzelnd. »Deine dummen Frauenträume interessieren mich nicht.« »Du benimmst dich wie ein Kind.« Sie ließ sich zurücksinken auf die wenigen Reste des Nebels. Einen Augenblick später lachte sie leise. »Mir ist noch mehr von dem Traum eingefallen«, gestand sie. »Na was denn? Los, sag schon«, rief er. »Ill, du bist ja ganz aufgebracht.« »Sag's«, verlangte er, »du darfst keine Geheimnisse vor mir haben.« Mit dunklem, starren Gesicht beugte er sich über sie. »So habe ich dich noch nie erlebt«, erwiderte sie halb erschreckt, halb amüsiert. »Es ist doch nichts weiter passiert. Dieser Nathaniel York hat mir nur gesagt, er hat mir gesagt, dass er mich in sein Schiff mitnehmen würde, hinauf in den Himmel und zurück zu seinem Planeten.
Das ist natürlich alles Unsinn. Unsinn, allerdings, er schrie fast. Du hättest dich hören sollen, wie du dich bei ihm eingeschmeichelt und mit ihm geflirtet und mit ihm gesungen hast, die ganze Nacht hindurch, Himmel noch eins. Du hättest dich nur mal hören sollen. Ill! Wann landet er? Wann kommt er mit seinem verdammten Schiff? Ill, sprich leiser. Leise, verdammt! Er beugte sich verkrampft über sie. Und? Wie war das in deinem Traum? Er packte ihr Handgelenk. Das Schiff ist drüben im grünen Tal gelandet, oder? Antworte! Ja, aber... Und es landet heute Nachmittag, nicht wahr? Drängte er. Ja, ich glaube schon, ja, aber doch nur in einem Traum. Nun, er schleuderte ihre Hand weg. Zumindest sagst du die Wahrheit. Ich habe jedes Wort gehört, das du im Schlaf gesagt hast. Du hast vom Tal gesprochen und auch von der Landezeit. Schwer atmend trat er zwischen die Säulen wie ein Mann, der von einem Blitz geblendet ist. Langsam beruhigte er sich. Sie sah ihn an, als wäre er verrückt. Schließlich stand sie auf und trat hinter ihn. Ill, flüsterte sie. Mir fehlt nichts. Du bist krank. Nein. Er rang sich ein müdes Lächeln ab. Nur kindisch. Verzeih mir, Liebling. Er gab ihr einen Klaps auf den Arm. Ich habe in der letzten Zeit zu viel gearbeitet. Es tut mir leid. Ich leg mich wohl am besten ein wenig hin. Du warst ganz außer dir. Es ist alles wieder in Ordnung. Alles. Er atmete aus. Vergessen wir die Sache. Weißt du, ich habe da gestern einen Witz über Öl gehört, den ich dir erzählen wollte. Was hältst du davon, das Frühstück zu machen, während ich dir den Witz erzähle? Und von dem anderen reden wir nicht mehr. Es war doch nur ein Traum. Natürlich. Er küsste sie mechanisch auf die Wange. Nur ein Traum. Gegen Mittag stand die heiße Sonne hoch am Himmel und die Hügel flimmerten in ihrem Licht. Fährst du nicht in die Stadt? Fragte Illa. In die Stadt? Er hob leicht die Augenbrauen. An dem Tag fährst du doch sonst immer. Sie rückte einen Blumenkäfig auf seinem Podest zurecht. Die Blumen bewegten sich und öffneten ihre hungrigen gelben Mäuler. Er schloss sein Buch. Nein, es ist zu heiß und außerdem zu spät. Oh, sie beendete ihre Arbeit und ging zur Tür. Bin bald wieder zurück. Moment mal, wohin willst du? Rasch war sie in die Tür getreten. Zu Pau. Sie hat mich eingeladen. Heute? Ich habe sie lange nicht mehr besucht. Ist ja nicht weit. Drüben im grünen Tal, nicht wahr? Ja, nur ein kleiner Spaziergang. Wirklich, nicht weit. Ich dachte, ich... Sie beeilte sich. Es tut mir leid, wirklich, sagte er und lief ihr nach, um sie zurückzuholen und machte dabei ein Gesicht, als bedauerte er seine Vergesslichkeit sehr. Ich hab's völlig vergessen. Ich habe Dr. Nill für heute Nachmittag eingeladen. Dr. Nill? Sie näherte sich wieder der Tür. Er nahm ihren Ellbogen und zog sie langsam ins Haus zurück. Ja. Aber Pau? Pau kann warten, Illa. Wir müssen uns um Nil kümmern. Nur ein paar Minuten. Nein, Illa. Nein? Er schüttelte den Kopf. Nein, außerdem ist es ziemlich weit zu Pau. Bis ganz hinüber durchs grüne Tal und dann am großen Kanal entlang und noch weiter hinab, nicht wahr? Und es wird sehr heiß werden und Dr. Nil würde sich so freuen, dich zu sehen. Na? Sie sagte nichts. Sie wollte aufstehen und davonlaufen. Sie wollte aufschreien. Aber sie saß nur still auf ihrem Stuhl, bewegte langsam die Finger und betrachtete sie ausdruckslos. Gefangen. Illa? Flüsterte er. Du bleibst auch hier, nicht wahr? Ja, sagte sie nach langem Schweigen. Ich bleibe hier. Den ganzen Nachmittag? Ihre Stimme war matt. Den ganzen Nachmittag. Der Tag war schon weit fortgeschritten und Dr. Nil hatte sich noch immer nicht sehen lassen. Illas Mann schien das nicht sonderlich zu überraschen. Als es schon ziemlich spät wurde, murmelte er etwas, trat an einen Schrank und holte eine Waffe heraus. Eine lange, gelbliche Röhre, an deren einen Ende sich Druckkammern und ein Abzug befanden. Er wandte sich um und trug jetzt eine Maske vor dem Gesicht. Eine ausdruckslose, gehämmerte Maske aus Silber. Die Maske, die er immer trug, wenn er seine Gefühle verbergen wollte. Die Maske, die sich den hageren Linien seines Kinns, seiner Wangen und seiner Stirn so wunderbar anpasste. Die Maske glänzte im Licht und er hielt die Waffe in den Händen und betrachtete sie. In ihr summte es unablässig, wie ein Insektengeschnurr. Horden goldener Bienen konnten mit einem schrillen Kreischen hinausgeschossen werden.
entsetzliche goldene Bienen. Die zustachen, ihr Gift spritzten und dann leblos wie Samenkörner in den Sand fielen. »Wohin gehst du?« fragte sie. »Was?« Er lauschte auf das bösartige Summen aus den Druckkammern. »Wenn sich Nil so verspätet, sehe ich nicht ein, dass ich noch länger auf ihn warte. Ich gehe ein wenig auf die Jagd. Bin bald zurück. Du bleibst doch hier, oder?« Die Silbermaske schimmerte. »Ja.« »Und sag Dr. Nil, dass ich bald zurückkomme. Bin nur auf der Jagd.« Die Dreieckstür schloss sich, seine Schritte verhalten. Sie beobachtete ihn, wie er durch den Sonnenschein stapfte, bis er nicht mehr zu sehen war. Dann machte sie sich an ihre Hausarbeit, streute magnetischen Staub aus und pflückte die neuen Früchte von den Kristallwänden. Sie arbeitete schnell und konzentriert. Doch gelegentlich drifteten ihre Gedanken ab. Und sie ertappte sich dabei, wie sie das seltsam schöne Lied sang und an den Kristallsäulen empor zum Himmel starrte. Sie hielt den Atem an, stand ganz still und wartete. Es kam näher. Jeden Augenblick konnte es soweit sein. Es war wie an den Tagen, da man ein Gewitter kommen hörte. Zunächst die erwartungsvolle Stille und ein leiser atmosphärischer Druck durch das Wetter, das in Schichten und Schatten und Dunstfetzen über das Land blies. Die Veränderung erzeugte einen Druck in den Ohren und man war gefangen in Erwartung des aufziehenden Sturms. Man begann zu zittern, der Himmel fleckig verfärbt, die Wolken verdichteten sich. Die Berge nahmen eine metallische Tönung an. Die Blumen in ihren Käfigen stießen leise, warnende Seufzer aus. Man spürte es im Haaransatz kribbeln. Irgendwo im Haus sang die sprechende Uhr. Zeit, 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 Zeit. Ganz leise. Nicht lauter, als wenn Wassertropfen auf Samt fallen. Und dann das Gewitter. Die elektrischen Entladungen, der dunkle Niederschlag und die widerhallende Schwärze schlossen alles ein. Für ewig. So fühlte es sich jetzt an. Ein Sturm zog herauf. Doch der Himmel war klar. Blitze lagen in der Luft, doch es war keine Wolke zu sehen. Illa bewegte sich durch das atemlose, wartende Sommerhaus. Jeden Augenblick konnte ein Blitz vom Himmel herabzucken. Es würde einen Donnerschlag geben, eine Rauchwolke, dann Stille. Schritte auf dem Weg, ein Klopfen an der Kristalltür. Und sie würde losrennen, um aufzumachen. »Illa, du spinnst«, spöttelte sie über sich selbst. »Was für wildes Zeug, denkt sich dein hohler Kopf aus.« Und dann geschah es. Die Hitze eines großen Feuers wogte durch die Luft. Ein wirbelndes, sausendes Geräusch. Ein metallisches Blitzen am Himmel. Illa schrie auf. Sie rannte durch die Säulen, riss die Tür auf und starrte zu den Hügeln hinüber. Jetzt war nichts mehr zu sehen. Sie wollte schon den Hügel hinabstürzen, als sie sich Einhalt gebot. Sie musste ja hier bleiben. Sie durfte das Haus nicht verlassen. Der Doktor kam zu Besuch. Und ihr Mann würde ärgerlich sein, wenn sie davonlief. So wartete sie in der Tür mit erhobener Hand. Ihr Atem ging rasch. Sie starrte angestrengt zum grünen Tal hinüber. Aber es war nichts zu erkennen. »Dumme Frau!« »Du und deine Fantasie«, dachte sie. Sie ging wieder ins Haus. Das war doch nur ein Vogel, ein Blatt, ein Windhauch oder ein Fisch im Kanal. Setz dich hin und ruh dich aus. Sie setzte sich. Ein Schuss. Ganz deutlich und schrill. Das Geräusch der Insektenwaffe. Sie zuckte dabei zusammen. Es kam von weit her. Nur ein Schuss. Die schnellen, summenden Bienen in der Ferne. Ein Schuss. Und jetzt ein zweiter, präzise und kalt, wieder weit entfernt. Sie fuhr erneut zusammen und aus irgendeinem Grund sprang sie auf und schrie und wollte nie wieder aufhören zu schreien. Ganz außer sich stürzte sie durch das Haus und riss wieder die Tür auf. Die Echos erstarben, waren verklungen. Stille. Mit bleichem Gesicht wartete sie im Hof, 5 Minuten lang. Schließlich ging sie langsam und mit gesenktem Kopf durch die säulenumstandenen Räume, berührte hier und dort einen Gegenstand. Ihre Lippen zitterten. Sie saß allein im dunkel werdenden Weinraum und wartete. Mit dem Rand ihres Schals begann sie ein bernsteinfarbenes Glas zu polieren. Und dann, noch weit entfernt, das Geräusch von knirschenden Schritten auf dünnen, kleinen Steinen. Sie erhob sich und blieb in der Mitte des stillen Raums stehen. Das Glas entglitt ihren Fingern, zerschellte am Boden. Die Schritte hielten vor der Tür. Sollte sie etwas sagen? Sollte sie rufen? »Komm herein, oh!« »Komm herein!« Sie machte ein paar Schritte in Richtung der Tür. Die Schritte kamen die Rampe herauf, eine Hand drehte den Türgriff. Sie lächelte. Die Tür öffnete sich, ihr Lächeln erstarb. Es war ihr Mann,
Seine Silbermaske glänzte matt. Er betrat den Raum und sah sie nur einen Augenblick lang an. Dann ließ er die Druckkammern der Waffe aufschnappen, leerte zwei tote Bienen auf dem Boden aus, zertrat sie und stellte die leere Waffe in einer Ecke ab, während sich Illa bückte und immer wieder erfolglos versuchte, die Glasstücke aufzulesen. »Was hast du gemacht?«, fragte sie. »Nichts«, sagte er mit abgewandtem Gesicht. Er setzte die Maske ab. »Aber die Waffe. Ich habe dich schießen hören. Zweimal.« »Hab nur ein wenig gejagt. Ab und zu hat man Lust darauf. Ist Dr. Nil gekommen?« »Nein.« »Moment mal«, er schnippte ärgerlich mit den Fingern. »Jetzt fällt's mir ein. Er wollte ja erst morgen Nachmittag kommen. Wie dumm von mir.« Die beiden setzten sich zu Tisch. Sie starrte ihr Essen an und ihre Hände rührten sich nicht. »Was ist los?«, fragte er, ohne den Blick von den Fleischstücken zu nehmen, die er in die brodelnde Lava tauchte. »Ich weiß nicht. Ich habe keinen Hunger«, sagte sie. »Warum nicht?« »Ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht hungrig.« Ein Windhauch erhob sich am Himmel. Die Sonne ging unter, der Raum war klein und plötzlich von Kälte erfüllt. »Ich versuche, mich zu erinnern«, sagte sie in den stillen Raum, ihren abweisenden, hoch aufgerichteten, goldäugigen Mann gegenüber sitzend. »An was?« Er schlürfte seinen Wein. »An das Lied, an das schöne Lied.« Sie schloss die Augen und summte eine Melodie, aber es war nicht das Lied. »Ich hab's vergessen. Und irgendwie will ich es nicht vergessen. Es ist etwas, an das ich mich immer erinnern möchte.« Sie bewegte die Hände, als könnte ihr der Rhythmus helfen, sich das Ganze wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Dann lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück. »Ich kann mich nicht erinnern«, sie begann zu weinen. »Warum weinst du denn?«, fragte er. »Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich bin traurig und weiß nicht, warum. Ich weine und ich weiß nicht, warum, aber ich weine.« Sie barg den Kopf in den Händen und ihre Schultern zuckten wieder und wieder. »Morgen ist alles wieder gut«, sagte er. Sie sah ihn nicht an, sie schaute nur auf die leere Wüste hinaus und auf die hell schimmernden Sterne, die jetzt am schwarzen Himmel erschienen. Und weit weg war das Geräusch des Windes zu hören und des Wassers, das sich in den langen Kanälen bewegte. Zitternd schloss sie die Augen. »Ja«, sagte sie, »morgen ist alles wieder gut«.